Mit rund 400 Gästen war der Kurser Horumasil auch zum Wangerländer Neujahrsempfang 2014 gut gefüllt. Und Bürgermeister Harald Hinrichs brachte den Saal mit einer besonderen Begrüßung in Bewegung. Er ließ die Gäste beim Stand-Up-Greeting gruppenweise aufstehen. Auch der Shanticore-Like-Dealer Horumasil unter der Leitung von Werner Blisse sorgte für Bewegung. Bewegt waren auch die Jugendlichen der Theatergruppe der Oberschule Hohenkirchen um Dietling Spieß, die tänzerisch Szenen auf die Bühne brachten. Gemeinsam mit den stellvertretenden Bürgermeistern Angelika Priest-Thiemann und Rainer Tammen zeichnete Hinrichs mehrere Wangerländer für ihr Engagement aus.